Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce Theater of Dawn. Wo seid ihr? Da seid ihr. Hier bin ich, Meister. Was baut ihr mir? Was brauche ich noch? Onyx-Turm. Ja. Habt Geduld, Meister. Ja, wir sind hier in Sharoday. Entschuldige. Entschuldigt, ich war gerade etwas weggetreten. Ja, wir sind hier in Sharrow, der letzten Karte von Spellforce, und werden nun weiter an unserer Siedlung ein bisschen rumbasteln. Ich werde hier schon mit reichlich Nahrung versorgt. Und nochmal erhöhen. So. Schon dabei. Gut. Ich bin unwürdig. Was könnt ihr mir bauen? Eine schwarze Schule. Da. Ich will euch natürlich auch noch die Hexenmeister zeigen. Weswegen ich jetzt auch... Feind in der Stadt. Kannst du mal meine Dinge in Ruhe lassen? Ich werde auch übrigens ein paar Geistbrecher hier bauen, weil ich ja gleich das Lager da unten auslöschen will. Weshalb die Jungs hier schon mal hier hingehen werden. 5 Schattenklingen sollten fürs Erste genügen. Ach, die schwarze Schule braucht lange. Sehr lange. Das Gebäude ist einsatzbereit. Gut. Lasst uns lieber Krieg führen. Dann baut ihr mir einen noch hier hin. Arbeit, so. Immer nur Arbeit. Weil, wie gesagt, das Lager da unten darf nicht zu stark werden. Ich hoffe, die spawnen nicht so schnell. Oh, da kommen sie auch schon. Da kommt er tatsächlich. Da kommt einer. Für die Macht Nors. I hate it. Der Tod ist nur der Anfang. Wir sind der Tod. Saffi, du müsstest dir auch schon helfen. Nor wird uns rächen. Oh. Das ist ein verfluchter Überfall. Ja, ich weiß, dass das ein verfluchter Überfall ist. Oh. Der hat tatsächlich meine Schattenklinge getötet. Das geht doch nicht. Und wieder fängt es genauso an wie auf der. Was wollt ihr? Ja. Gut. Auf der letzten Karte im atmenden Wald irgendwie. Was verlangt ihr? Irgendwie habe ich es heute nicht mit Wörtern, so Geistbrecher. Hier bin ich, Meister. Und du, kleiner Mann? Fängst an, mir einen Züchter zu bauen. Danke. Keine Sorge, ich hole schon ein paar, die dir helfen werden. So. Ich werde jetzt eher auf Hexenmeister und Havoc setzen, obwohl die sehr viel... Okay, nee, die brauchen mir zu viel... magische Ressourcen. Alles, was ihr wünscht. So. Einen Züchter für die Dunkelelfen sollte reichen. Ich bin unwürdig. Genau, ihr baut mir jetzt die Geistesstörer. Und ihr seid nutzlos. Ihr bleibt hier. Noch ein paar Schattenklingen. So. Ich habe nicht viel Eisen, aber ich habe dafür halt eine Schmelze, die das alles auch ein bisschen verarbeitet hier. Das ist der Nachteil. An dem ganzen Zeug. So, ihr seid fertig. Was verlangt ihr? Dann baut mir noch einen Geistbrecher. Das sollte es aus. Das sollte genügen. Ich will jetzt auch nicht zu viel. Oh, eine Feuerkralle kommt. Die kann Feuermagie, soweit ich weiß. Bumm. Ja, folgt mir. Hallo? Die Linien dürfen nicht brechen. Okay, die sind nicht sonderlich stark. Bereit und los. Ah,
Hallo, Toter. Auf mein Kommando. So. Wie gesagt, Sharrow besteht aus 3 Ebenen. Die erste Ebene bestreiten wir mit den dunklen Völkern. Hier bin ich, Meister. Die zweite Ebene bestreiten wir mit den hellen Völkern. Und die dritte... Danke. ...bestreiten wir mit den... Nur mit den Helden. Feind in der Stadt. Meister, ja. Das Gebäude ist Meister. Na gut, einen baut ihr mir noch. Das sind mir ein bisschen zu viele. Oh, wow, 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 und sie rennen los. Schön. So, dann habe ich wenigstens schon mal das Arcanum. Das gefällt mir. Das Arcanum ist ein sehr, sehr wichtiges Gebäude. Mit Ö. Und ich glaube, ihr... Es ist mir ein bisschen zu wenig Mondsilber. Nein! Nicht meine süßen Kleinen. Feind in der Stadt. Lasst meine süßen Kleinen in Ruhe. Nein! Gut. Gut. Ja, ich weiß. Ich bin unwürdig. So, was baut ihr mir? Ihr baut mir die zweite Mondsilbermine da oben. Da. Zu viert dürftet ihr eigentlich gut nützlich sein, ne? Mir egal. So, 5 Stück. So. Auf 30 erhöht. Das gefällt mir. Ja. Ah, ihr seid fertig. Ich bin müde. Dann geht mal hier hin. Arcanum. Nors Ruf. Nekromant erhält Fähigkeit, um Mitternacht aus dem Totenreich zurückzukehren. Nein, da ich keine Nekromanten bauen werde. Ich habe mir überlegt, ich werde doch noch eine Schamanenhütte bauen und einen... Dings... Meister. Blutheiligtum. Heute fehlen mir irgendwie die Worte. Ja, genau. Mondsilberwerkstatt brauche ich auch noch. Kostet 350 Stein. Schön. Oder sollte ich zuerst das große Haupthaus bauen? Oh Gott, die kosten beide so viel. Ich warte erst nochmal. Weil die sich eigentlich relativ nützlich gemacht haben. Habe ich jetzt schon genug Leute? Ich weiß es eben nicht. Ein paar Speerträger wären von Nutzen. Das Gebäude ist einsatzbereit. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ich glaube, ich baue zuerst das große Haupthaus, damit ich das schon mal habe. Nee, das Vipernschild baue ich nicht. Ach ja, genau. Mittleres Haupthaus sollte ich vielleicht auch noch bauen. Oh scheiße, die Angriffe werden... Es sind 3 Stück. Scheiße. Das sind 3 Stück. Ah, Hexenmeister. Wo ist die schwarze Schule? 500 Aria. Ja, komm. Nur macht uns stärker, Meister. So. Kotz. 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 Alles klar, Leute. Wo bist du? Oder? Lasst uns lieber Krieg führen. Meister? Ihr baut mir das große Haupthaus. Das genau hier zwischen reinpasst. Das gefällt mir. So, Hexenmeister, wo bist du? Auf mein Kommando. Oh je, Leute, das wird was. Ich werde gleich die Viecher angreifen. Für die Ehre. Aha. Vorwärts, Krieger!
Komm her. Lassen wir sie nicht warten. Da bist du. Das ist der Hexenmeister. Es braucht nur noch den Havoc. Obwohl, ich habe ja genug. Verbesserung ist fertiggestellt. Das braucht den Keulenschnitzer. Was zum? Na gut, brauchen wir halt noch den Keulenschnitzer. Nulle Probleme. Moment, was kann der Hexenmeister eigentlich nochmal? Offensiver Magier, Zauber tot. Toller Zauber. Beste Beschreibung aller Zeiten. Was wollt ihr? Ihr baut mir das Blutheiligtum. Arbeit, hier Arbeit. Rein. Und ihr? Wohin? Ich hab kein... Toll. Ich hab kein Holz mehr. Der kostet 70 Holz, kommt schon. Egal. Da, jetzt hat. Keulenschnitzer ist jetzt aber so groß. Ja, so. Gut. Lobdidu. Das große Haupthaus ist bald fertiggestellt. Yes! Ich werde aber nur eine Armeestärke von 50 machen, wahrscheinlich. Und natürlich den Titan der Dunkelelfen, den ich euch auf dieser Karte auch noch zeigen will. Voll merkwürdig, dass man hier im Arcanum, dass man erst ganz weit später bekommt, ein Upgrade für den Dings machen kann, für den Nekromanten. Auf mein Kommando. So, was habt ihr für eine Fähigkeit? Kämpft, Männer! Was hast du für eine Fähigkeit? Wird uns er hat den Todesschlag. Der hat definitiv den Todesschlag. Meister, das Gebäude ist oh Gott, es laggt. Warum laggt es? Titan-Upgrade der Dunkelelfen. Mondzimmer. Ja. Nur macht uns stärker, Meister. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen darauf zu warten. Bereit. Mir nach. Und es ist wieder einer gestorben. Das ist unglaublich. Ja, erstmal zwei Brander, Totems. Warum laggt jetzt mein scheiß PC, hä? Huh? Was macht ihr hier? Ich bin unwürdig. 350 Stein, ach kommt schon. Danach baue ich auch hier die... einen Steinbruch hin. So. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Yippie. Auf mein Kommando. So. Halt, Feuerwelle. Oder? Soll ich das Upgrade machen? Ja, ich kann ja danach wieder einen Linia-Sammler bauen, ne? Da unten. Ha! Jetzt habe ich 20 von 40. Oh. Keine Rast. Na los. Sterbt ihr Viecher. Stirbt. Ja. Danke. Dann macht mir den mal wieder schön ganz. Ja, Dings brauche ich auch noch. Grrks. Irgendwie sind hier ganz schön knappe Ressourcen, kann das sein? Hallo? Na los. Haut mal drauf hier. So. Ob das reicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie stark das Lager jetzt ist. Egal, ich speichere einfach ab und probier's. Ja. Abspeichern unter Sharrow.
Dale. Mir nach. Ja, genau, hier ist noch Lenya. Hier ist irgendwo noch ganz viel Holz. Vorwärts. Und dann kann ich meine Armee aufstocken. Sofort. Halt, ich kann was machen. So. Da kommt jemand. Da kommen viele. Sofort. Für die Freiheit. Wow. Wow. In die Schlacht. Wow. Oh, hier sind nur noch Feuerkrallen. Perfekt. Und los. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Das Lager kriegen wir locker hin. Die Horste greifen uns ja nicht an. Hoffentlich. Pyrot war. Alles auf Pyrot war. Toll. Schattenklinge, du bist doof. Ein feiger Angriff. Na los. Tötet ihn. Diesen blöden Greif. Das ist eigentlich der... Ist das der einzige wildlebende Greif, den ich gesehen habe? Okay, ich habe keine Toten mehr. Das juckt mich aber nicht sonderlich. Der Tod ist nur der Anfang. Und Pestilenz hinterher. Eure Gegenwehr ist vergebens. Na, die Schattenklingen sterben mal wieder. Wird uns rächen. So. Da tue ich schon mal bei beiden. Was wollt ihr? Ja, ich weiß. Gut. Dorthin, also in der Stadt. Dorthin also. Ja, schon gut. Also. Was ich gerade eigentlich sagen wollte, ist, dass ich meine Armeen ab jetzt... Nur macht uns stärker, Meister. Ah, der Dunkelelfen-Titan ist fertig. Ich werde ihn euch aber noch nicht zeigen. Okay, ihr habt ihn schon vor ein bisschen gesehen. Zu den Waffen. So. Pyrot war, was hast du für mich? Dritter Metallkeil. Was auch immer das bedeuten soll. So. Für die Ehre. So, Safi, dann guck mal, was in der Kiste drin ist. Göttlicher Zornstufe 11, Hose der Meisterwaldläufer. Hm, nicht schlecht. Göttlicher Zornstufe 11. Habe ich den schon? No. Noch nicht, so wie es aussieht. So. Und dieser Teilbereich wäre nun gesäubert. Schnell. Dann geht man hierhin zurück. Was wollt ihr? Dorthin also. Wo sind denn die Holzfäller? Egal, ich baue einfach 5 neue. Und am besten auch noch 5 Lenya-Sammler. So. Wo seid ihr, meine Kleinen? Hier? Was verlangt ihr? Ihr baut mir bitte eine Mondsilberwerkstatt. Nein. Einen Steinbruch. Und ich baue 5 neue. So. Jetzt werde ich euch nun endlich, na gleich, wenn ich hier meine Holzfällerhütte hingeklatscht habe und meinen Lenya sammle. So. Und nun, meine Freunde, der letzte Titan der 6 Rassen. Nicht dürstet. Eine Spinne. Hier kommt euer Untergang. Ich habe mir übrigens die Geschichte dieser merkwürdigen Spinnenfrauen durchgelesen. Und das ist wirklich ein bisschen creepy, was da abging. Da haben die Dunkelelfen... Was wollt ihr? Irgendeinem ihrer dunklen Götter, ich weiß jetzt nicht mehr welchem. Das Gebäude ist einsatzbereit. Die schönsten Mädchen geopfert, um so die Gunst des Gottes zu erwerben.
Wie kann ich dienen? Und die wurden dann zu diesen Verstanden, Dingern. Ja. Auf meinen Befehl. Komm mal zu mir, meine Kleine. Und das sind auch die einzigen Titanen, die weiblich sind. Und die können die Aura der Starre. Und sie bewegen sich eklig. Schaut euch an, wie groß das Ding ist. Eklig, ey. Aber wenigstens ist sie auf unserer Seite und wir müssen sie nicht mit einem Pantoffel kaputt kloppen. Worüber ich doch sehr froh bin. Braucht 1500 Nahrung. So, ein paar Totems werde ich schon bauen. Okay, ich habe kein Lenia mehr. Egal. Ich kriege ja jetzt neues Lenia. War ja nicht irgendwo auch noch Eisen? Nee. Hier ist kein Eisen. Na toll. Wo war hier noch Eisen? Eisen! Eisen? Ach, hier. Toll. Jetzt habe ich doch schon den Onyx-Schrein hingebaut. Super. Und fertig? Immer noch nicht. Mensch, beeilt euch doch mal. Mal sehen, ob es ein Upgrade für den Havoc oder so gibt. Meister, ah ja, doch. Nee, Kriegsherr, genau. Kriegsherr, da. Dunkler Bund. Nur macht uns stärker, den nehme ich. Und jetzt werde ich die stärkste Einheit der Dunkelelfen produzieren. Schrecken beschwören, genau. Der kann Schrecken beschwören. Der dauert wahnsinnig lange. Juhu! Ich versuche jetzt hier eine Mine noch hinzukleistern irgendwo. Müssten finden. Müssten sie finden. So, Leute. Es wird bald Zeit. Ja. Die sind voll gruselig. Die Dinger. Habe ich da schon mal gesehen? Ich habe auch keinen. Kein Plan, was die Frau sagt. Ob ich noch einen. Den. Ork-Titan? Ach nee. Nee, ich brauche nur einen Titan. So schwer ist diese Stage nicht sozusagen. Es dauert wahnsinnig lange, bis einer von denen fertig ist. So, von denen nehme ich nur Magier und von denen nehme ich eher die Nahkämpfer. Komm mal her. Lasst uns kämpfen. Das ist der Havoc. Vorwärts, mit einem lustigen Krieger. Schild. So, Havoc. Vorwärts, Krieger. Die Schlacht ist nahe. Dann zeige mal, was du kannst. Moment, ich speichere eben mal meinen Fortschritt ab. Ich habe ja jetzt die Viecher da unten besiegt. Die waren ja nicht gerade eine Herausforderung. So. Auf 50 erhöht. Mehr brauche ich auf dieser Karte nicht. Sag ich einfach mal. Ich schätze mal, mit den Orks dürfte das schon hinhauen. Einem Hexenmeister, ein paar Orks. Ein paar Nahkämpfern. Ja, genau. Ich glaube, ich mache noch ein paar Schattenklingen. Dann habe ich bessere Chancen im Nahkampf. Auch wenn die sterben, wie die fliegen. Oh, wow, wow, es sind schon 4 Stück. Okay, ich muss mich beeilen. Hier war irgendwo noch Aria, soweit ich weiß, aber ich habe ja genug Aria. So. Das kriegen wir alles schon gebacken. Ich bin zuversichtlich, dass wir die erste Stage mit Leichtigkeit schaffen werden. Wir
sind der Tod und Ehre. Norn ist mit uns. Wir sind der Tod. Achso, da hatte irgendeiner gerade Eisschlag. Ich werde übrigens auch meinen geliebten Eisstab behalten. Weil ist so. Eigentlich bin ich ziemlich gut ausgerüstet. Mit ganz viel Resistenzen hier. Dürfte es eigentlich zu schaffen sein. Er hat auch ziemlich gute Resistenzen. Amras Rüstung. Er auch. Sie auch. Na gut, sie... schwarze Magie besonders. Eismagie eigentlich auch. Und das ist ziemlich gut. Er... Na gut, er hat die meisten... meiste Rüstungsklasse. Lebenspunkte. Er ist ein Krieger. Er ist ein Kämpfer. Dafür hat er halt die Schattenklinge. Schattenklinge, sage ich schon. Ich komme halt nur durcheinander. Schattenpanzer, aber ich überlege mir, ob ich die Erdenklinge nicht wegtun soll. Obwohl, das ist ein besonderer Gegenstand, den lasse ich hier schön da. Dich? Ja, du kannst nichts Besseres nehmen. Du könntest höchstens das graue Totem nehmen. Was ich dir, glaube ich, auch gebe, weil es Mana-Raub hat. Du, geschärfter Ork-Dolch, kannst du nicht was Besseres nehmen? Irgendwas mit Effekt? Sieht nicht so aus. Nee. Sieht ganz und gar nicht so aus. Na gut. Ist ja auch egal. Auf mein Kommando. 27 Stück, das reicht noch lange nicht. So. Und jetzt noch ein paar Schattenklingen oder Assassinen. Sagen wir 2 Assassinen. Ich habe nicht so viel Eisen. Moment, sehen die das Eisen hier? Perfekt. Die rennen schon auf meine Siedlung zu. Das macht mir voll Angst. Ich sehe auch schon, das Video ist gleich zu Ende. Aber das hält mich nicht davon ab, noch meine Armee fertigzustellen. Bereit. Yo. Ich glaube, ein paar Havocs können noch nicht schaden. Aber die kosten so viel. Ich nehme 2. Oh Mann, kriegt ihr denn nie genug? Mensch. Die ernten das Lehm ja auch schon wieder so total ab und so. Aber dafür kriege ich wieder Eisen. Naja. Ah, da sind die Schrecken. Die jetzt für mich kämpfen. Ja, die Dunkelelfen sind halt Meister der Nekromantie. Ja. Also wirklich Meister der Nekromantie. So, ich würde sagen, ich beende hier das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich meine Armee zusammengestellt habe und in Richtung dem Lager der Eisernen marschiere. Also bis dann. Ciao.